Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer Folge Sebi Raged. Worum geht's heute? Supervectoring. Jetzt mal ernsthaft. Was ist der Sinn dieses Videos? Vielleicht muss man es einfach mal rauslassen, vielleicht muss man einfach mal drüber reden und dafür sorgen, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Die Telekom als größter deutscher Anbieter verkauft uns ungefähr jetzt seit 20 Jahren gequirlte Scheiße. Als Gold, als Breitband-Highspeed-Internet-Gold. Ja, so ein Blödsinn. Angefangen hat alles mit DSL. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wenn ihr so alt seid wie ich, wenn ihr nicht ganz so alt seid, dann ist es vielleicht euch nicht so richtig bewusst, aber angefangen hat alles mit DSL. Ja, die Idee war, die hinter DSL steckt, und das müssen wir uns alle mal langsam hinter die Ohren schreiben, ist einfach nur, okay, wir haben da diese gottverdammten alten, verrotteten Kupferkabel rumliegen und wir wollen doch bitte möglichst viel Kohle damit verdienen, mit diesen scheiß Kupferkabeln. Ihr lieben Leute, DSL, für alle diejenigen, die sagen, was denn, DSL ist total super. DSL ist eigentlich eine Technik, die, wie gesagt, nur dafür sorgt, dass wir mit alter Technik, mit alten Leitungen irgendwie noch ansatzweise brauchbare Internetzugänge schaffen können. 1997 oder 98 oder wann auch immer, da waren das so 768 Kilobits. Ja, da waren wir alle ganz zufrieden, weil Webseiten jetzt einigermaßen brauchbar schnell geladen wurden und so weiter und so fort. Und dann hat man das Ganze eben immer weitergeführt und weitergeführt. Und aus ADSL wurde ADSL 2+. Und irgendwann haben wir VDSL draus gemacht mit sogenanntem Vectoring. Wir haben da verrottete, gottverdammte Kupferdrähte irgendwo in der Erde liegen. Ja, ihr seht die auch bei euch am APL. Da kommen die nämlich an. Und dann seht ihr, dass das ein urig altes Kabel ist. Ja, und darüber versuchen wir jetzt mit DSL immer höhere Datenraten drüber zu ballern. Funktioniert natürlich nur für einen klitzekleinen Teil der Bevölkerung. Also Supervectoring, das wird wahrscheinlich so ungefähr bei 10%, wenn überhaupt, der Anschlüsse und der Haushalte in annehmbarer Zeit ankommen. Und das sind natürlich auch wieder nur die Leute, die eh schon irgendwo in der Stadt wohnen, wo es halt vorher schon normales Vectoring mit 100 Mbit gab. Was okay ist übrigens, ihr denkt alle, ihr habt einen Highspeed-Anschluss, aber im Vergleich zu Estland oder im Vergleich zu Korea und so, das ist alles lächerlich, was wir hier machen, was wir hier betreiben, ist vollkommener Irrsinn. Ja? Und also alles VDSL ist eigentlich nur Hundsfotze, Humbug, Fickhundskacke! Dieses Supervectoring ist so gottverdammt störanfällig und so wahnsinnig eingeschränkt, dass man, wenn man seinen Router zu Hause wahrscheinlich 10 Meter weiter aufstellt, wenn das Kabel 10 Meter länger ist, dass man 10, 20 Megabit an Bandbreite verliert. Das ist übrigens kein Witz, das ist die brutale Wahrheit. Bei uns in der Schule haben wir 3 Supervectoring-Anschlüsse. Supervectoring mit angeblich 250 Mbit. Auf einem von den 3 kommen die 250 Mbit an. Die anderen beiden Anschlüsse, da ist das Kabel im Haus 10 Meter länger, vielleicht auch 20. Und deswegen verlieren wir 20, 30, 40, 50 Mbit. So stabil ist diese Technik. Wie kann man sowas gut finden? Wie kann man sowas überhaupt gut heißen? Wie kann die Bundesregierung sowas fördern? Das ist doch absoluter Blödsinn. Während alle anderen Länder mittlerweile gerafft haben und es auch umsetzen, Glasfaser muss her. Glasfaser, Glasfaser, Glasfaser. Wir brauchen schnelle Internetanschlüsse. Und wer jetzt kommt und sagt, ja, aber wir haben ja 4G und 5G, wahnsinnig schnelle Mobilfunknetze. Wo haben wir die denn? Die haben wir in der Stadt, wo ich wahrscheinlich schon die Auswahl zwischen 2, 3, 4 Telefonanbietern habe, wo auch kleine Lokale, wo Provider echt in der Lage waren, haben gesagt, okay, wir machen uns mal Gedanken, machen mal schnelles Netz. Ja, da habe ich vielleicht noch Kabelnetz, da habe ich vielleicht tatsächlich schon Fiber to the Home und so weiter und so fort. Und da in den Städten, da kommt die Telekom und da kommt Vodafone und da stellen sie alle ihren Masten hin und sagen, ihr habt ja eh schon schnelles Internet, ihr habt auch noch schnelles mobiles Internet. Weil so ein schnelles, mobiles Internet ist ja auch ganz wichtig. Gerade für die Leute in den ländlichen Gegenden, haben sie gesagt. Damit die Anschluss haben, haben sie gesagt. Damit wir diese Leute nicht abhängen, haben sie gesagt. Einen Scheißdreck haben sie aber gemacht. Ja? Und natürlich ist es für Unternehmen wie die Telekom und Vodafone und die ganzen anderen Provider, das sind Wirtschaftsunternehmen, die müssen irgendwie Geld generieren. Die müssen wachsen, ewiges Wachstum
unendliches Wachstum und so weiter. Das kennen wir ja schon alles. Das heißt, diese Unternehmen wollen wachsen, diese Leute, Unternehmen wollen Geld verdienen und diese Unternehmen sind nicht irgendwie gemeinnützig oder irgendwelche Sozialverbände. Das sind sie nicht. Wir können dann, der Markt reguliert sich selbst. Ich weiß. Nina, 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 Nina. Ja, alles schön und gut. Aber dann darf Politik eben auch nicht eingreifen und falsches Verhalten auf dem Markt, ja, indem die Telekom also sich mit Vectoring irgendeine Scheiße implementiert, damit sie die Leute weiter ausbeuten kann, dann darf die Bundesregierung da aber auch nicht belohnend eingreifen und sagen, ja, das subventionieren wir jetzt noch. Und genau das ist das, was passiert. Wir subventionieren, also wir belohnen falsches Verhalten. Das ist so, als würde euch euer Hund, keine Ahnung, aufs Bett pinkeln und dann würdet ihr ihn dafür füttern. Meint ihr, das ist ein Wunder, dass es in Deutschland so wenige Start-ups gibt, dass so wenig Innovation und so weiter hier in Deutschland letzten Endes passiert, was jetzt ne, Online-Geschäfte und so weiter angeht? Nein, es ist kein Wunder, weil wo passieren denn Start-ups? Start-ups passieren irgendwo da, wo sich hoffentlich oder meistens junge Leute zusammensetzen und irgendwie eine coole Idee haben und was aushacken. Wenn die jungen Leute aber dann mit ihrem 2 Megabit Standard DSL-Anschluss in was weiß ich wo sitzen, ja, dann ist mit Innovation und so weiter alles allerherzigst wenig. Da kommen die gar nicht überhaupt auf die Idee, so weit zu denken. Das heißt also, dieser Internetbehinderungsverein namens Telekom, ja, der kostet uns wahrscheinlich auch noch jedes Jahr richtig, der kostet uns ja sowieso schon an Steuergeld, weil die Bundesnetzagentur Vectoring und Super Vectoring durchwinkt und wir das dann noch fördern und wir sind Internetentwicklungsland, das ist ja kein Spaß. Ja, und all ihr Pisser, die immer nur bei Prime irgendwas bestellen wollten, sagt, dafür reicht's doch. Ja, ja, um euch geht's hier nicht. Glücklicherweise gibt es ja aber von der Telekom die Initiative Mehr Breitband für mich. Da könnt ihr an die Telekom rantreten und könnt sagen, okay, legt mir doch bitte einfach mein Glasfaserkabel über mir, dass ihr mir später dann meinen Anschluss berechnet, jeden Monat. Ja, und dafür bezahle ich euch den Ausbau. Ja, das heißt also, die Telekom macht nichts, sondern ihr bezahlt alles, Kabel verlegen, Hardware und so weiter, ihr bezahlt alles und danach kommt die Telekom und sagt, schön, dass du jetzt das ganze Kabel und die Hardware bezahlt hast, jetzt kostet dich der Glasfaseranschluss jeden Monat auch nochmal Geld. Geil, richtig gut. Da will man dieses gottverdammte rosa Tee einfach nehmen und es unangespitzt in den Boden klopfen. Übrigens, alle von der Bundesregierung anberaumten Anschlusszahlen, wie bis 2018 sollen irgendwie 100% aller Anschlüsse mindestens 50 Mbits können oder bis 2025 haben wir flächendeckend Glasfaser. Diese ganzen leeren Versprechungen, diese ganzen Versprechungen, die in den letzten 10 Jahren gemacht wurden, die sind alle nicht eingehalten worden. Und falls jetzt irgend so ein Schlaumeier sagt, ja, aber 50 Mbit ist ja auch wahnsinnig viel, das war ein hehres Ziel, was wir uns da gesteckt haben. Nein, es war es nicht. Es war das absolute Minimalziel. Das war die pisseinfachste Hürde, über die selbst die Telekom hätte springen können und hätte springen müssen. Ihr könnt übrigens OECD-Vergleiche anführen oder europäische Vergleiche oder internationale Vergleiche. Es ist völlig egal. Wir sind überall richtig weit abgeschlagen. Wir sind mehr oder weniger fast Schlusslicht. Ja, Länder wie Estland sind uns meilenweit voraus. Estland, Korea. Gah. Wie kann man so etwas rechtfertigen im Wirtschaftsmotor von Europa? Im stabilen Deutschland, wo das Geld auf den Bäumen wächst. Nochmal ganz von vorne. DSL ist scheiße. VDSL ist scheiße. Super Vectoring ist super scheiße. Das Einzige, was zählt und was uns irgendwann helfen wird, sind Breitbandanschlüsse mit Glasfaser. Und was wir benötigen, ist Glasfaser bis ins Haus. Das heißt, die sogenannte letzte Meile muss überbrückt werden. Es darf nicht mehr mit Kupfer passieren, es muss mit Glasfaser passieren.